Moin moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man an einem Philips Airfryer feinste Chicken Wings zubereiten kann. Erster Schritt, wir stellen die Temperatur ein zwischen 220 und, ach Quatsch, zwischen 120 und 160 Grad Celsius. In diesem Fall ist das dann 140 circa. Als nächstes nehmen wir das Teil in der Mitte heraus und sehen, dass dort ein Korb ist. In diesem füllen wir nun die Chicken Wings hinein. So, wir haben einen ganzen, wie viel ist das? 750 Gramm Beutel nun entleert. Wir verteilen die Chicken Wings ein bisschen gleichmäßig in unserem Garkorb. Super. Packen diesen nun komplett in die Maschine rein und stellen den Timer auf 30 Minuten. Das ist die komplette Zeituhr einmal durch, bis zum Ende. Nun warten wir die 30 Minuten ab und haben fertige, leckere Chicken Wings. Bis gleich. Bling. So, nun haben wir die 30 Minuten überstanden und werden wieder unser Gefäß öffnen und schauen uns die leckeren Chicken Wings an. So, jetzt drücken wir hier vorne auf den Knopf und können so den Korb da drinnen extrahieren und kippen die Chicken Wings jetzt auf einen schönen Teller. Zurück damit in unsere Maschine, damit sich keiner verbrennt, denn das ist ja alles ein bisschen heiß. So. Und nun sehen wir das Ergebnis. Leckere Chicken Wings. Schön dampfend, schön schmeckend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.